Wir haben ja auch beim Terrorismus, beim internationalen Terrorismus, im Grunde genommen dieselbe Problematik wie bei vielen anderen Phänomenbereichen auch, also bei der Frage der klassischen Spionage, aber auch bei der Frage der Krisenbekämpfung weltweit. Und dann stellen wir eben immer wieder fest, dass beispielsweise der Bundesnachrichtendienst, aber auch andere westliche Auslandsnachrichtendienste sich, was die Befugnisse anbelangt, nicht messen können mit den großen Diensten aus den USA, mit den großen Diensten aus Russland oder aus China oder aus anderen Teilen der Welt. Das heißt, wir beschränken uns selbst bei der Frage der Aufklärung. Und wenn man sich selbst beschränkt, nämlich weniger Befugnisse wie die anderen, dann muss man sich nicht wundern, dass die anderen mehr Erkenntnisse sammeln als man selbst. Und Hans-Georg Maaßen hat ja dieses jüngste Beispiel Castrop-Rauxel genannt, wo wir wieder einmal mehr von einem ausländischen Partnerdienst, Gott sei Dank, muss man sagen, den Hinweis erhalten haben, dass es dort eine Gruppierung gibt, dass es dort Bestrebungen gibt. Und wenn man den Bundesnachrichtendienst gelassen hätte, mit rechtlichen Befugnissen, hätte man selbstverständlich diese Information auch selbst generieren können. Aber das darf der Bundesnachrichtendienst nicht. Also sind wir Kostgänger unserer Freunde in der Welt. In diesen Fällen, was die sogenannten Warnhinweise betrifft, Warnhinweise über Bestrebungen in Deutschland, islamistische Bestrebungen, terroristische Bestrebungen in Deutschland, sind wir in der Tat immer öfter abhängig von unseren Partnern. Und das sind in aller Regel die US-amerikanischen Dienste, weil sie mehr dürfen als wir. Und das heißt also, vor die Lage kommen, ist enorm schwierig, oder? Wir haben ja bei der Frage, wie kommt man vor die Lage, haben wir ja viele Facetten zu beachten. Es gibt ja nicht nur den einen Königsweg, wo man sagt, wenn wir das machen, dann haben wir aber die Lage im Griff, sondern es gibt natürlich viele, viele Punkte. Aber ein Punkt gehört dazu, dass man beispielsweise die Kommunikation, die zwischen Deutschland und dem Ausland stattfindet, dass man die strategisch überwachen darf. Und da sind im Bundesnachrichtendienst ganz oft die Hände gebunden, weil er eben keine deutschen Teilnehmer aufklären darf, sondern er darf eben nur Auslandkommunikation erfassen. Das ist eine politische Frage, die auch politisch entschieden wurde. Das ist politisch so entschieden worden und deshalb wundert man sich immer wieder, aber das ist völlig klar, der BND darf das nicht, deshalb macht das auch nicht. Deshalb wundert man sich immer wieder, warum ausgerechnet die Amerikaner uns darauf hinweisen, dass im Raum Süddeutschland eine Gruppierung mit dem Irak korrespondiert und dass da möglicherweise Anschlagpläne kommuniziert werden. Oder wie jetzt im Fall Castrop-Rauxel, dass die Amerikaner uns den Hinweis geben, passt mal auf, da tut sich was. Da will man an Silvester wahrscheinlich einen solchen Anschlag begehen. Und das ist jetzt keine Minderleistung des Bundesnachrichtendienstes, sondern er darf es einfach nicht. Und da bitte ich eben um Verständnis, wenn es darum geht, Bewertungen abzugeben, was unsere Leistungsfähigkeit anbelangt.